Das Thema heute ist Sucralose. Sucralose ist ein synthetisch hergestellter Süßstoff, der 300 mal so süß ist wie normaler Zucker. Wichtig, ein synthetisch hergestellter Cocktail, denn es hat nichts zu tun mit Saccharose. Saccharose ist der Haushaltszucker bei uns. Sucralose, synthetisch hergestellter Süßstoff. So, das kann ich euch nicht vorenthalten. Trotz Warnungen und Studien, die gezeigt haben, dass Sucralose-Konsum zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann, ist dieser Süßstoff immer noch im vehementen Umlauf und wird von großen bekannten Firmen verharmlost. Wenn ihr jemals irgendwelche künstlichen gesüßten Lebensmittel konsumiert habt, dann solltet ihr jetzt echt gut zuhören. Und falls nicht, dann auch, damit ihr eure Freunde und Familien über dieses fragwürdige Süßungsmittel aufklären könnt und naja, vielleicht verbrennen könnt. Nein, besser nicht, denn dabei entstehen noch viel, viel giftigere Stoffe, dazu gleich mehr in dem Video. Künstliche Süßstoffe sind ja allgemein nicht gerade gesund. Im besten Fall sind sie neutral. Sie werden zwar in der Diätindustrie damit beworben, dass sie super fürs Abnehmen geeignet sind, weil man mit ihnen Zuckerkalorien sparen kann, aber mittlerweile weiß man, dass sie den Stoffwechsel durcheinander bringen können, Insulinresistenz fördern und am Ende des Tages einfach nur zu noch mehr Heißhunger auf Süße führen. Aber da hören die Probleme noch lange nicht auf. Es gibt natürlich bessere und schlechtere Süßungsmittel. Besonders gute Süßungsmittel sind natürlich die einfach ganz normal zu 100% verstoffwechselt werden, aber vielleicht einfach nur langsamer. Oder halt die gar nicht erst aufgenommen werden, wirklich 0% metabolisiert werden, zum Beispiel Stevia. Aber besonders aufpassen sollte man bei Stoffen wie künstliche, synthetisch hergestellte Süßungsmittel wie Aspartam und Sucralose. Sucralose wurde von der FDA zugelassen 1998, in Deutschland ist der Stoff erst 2004 zugelassen. Mittlerweile gibt es aber eine ganze Reihe von Studien, die dafür sprechen, dass Sucralose ganz und gar nicht gesund ist und vielleicht sogar das Gegenteil der Fall sein kann. Zwei Punkte sind hier ganz wichtig. Erstens die Zerstörung des Mikrobioms und zweitens die toxischen Nebenprodukte von Sucralose. Heben wir uns das Beste zum Schluss auf, fangen wir an mit dem Mikrobiom. Hier haben wir zwei Paper, die beide die Ergebnisse derselben Studie erwähnen. Eines davon ist im Nature erschienen und Nature ist somit das renommierteste naturwissenschaftliche Paper der Welt. Das andere, die ursprüngliche Studie im Journal of Toxicology and Environmental Health veröffentlicht worden. Bis solche großen Journal Paper so ein Thema durchlassen, müssen einige Hürden gemeistert werden und peer-reviewed werden, von unabhängigen Wissenschaftlern begutachtet werden. Man kann also davon ausgehen, dass diese Informationen absolut valide sind und objektiviert sind. Studien, die das Gegenteil zeigen, sind so gut wie immer von Herstellern finanziert worden, die diesen Stoff verkaufen, dazu gleich mehr. In dieser Studie wurden Säuger 12 Wochen lang Splenda, also Sucralose, zugefüttert. Das Ergebnis: schädliche Veränderung des Mikrobioms. Die Menge der Anaerobia, also der anaeroben Bakterien, der Bifidobakterien, Lactobacillen, Bacteroides, Bacteroide, Clostridien und der aeroben Bakterien hat sich nach den 12 Wochen Splenda signifikant verringert. Nachdem sich die Hälfte der Tiere weitere 12 Wochen nach der Splendagabe, also der Sucralosegabe, Zufütterung, erholen durften, wurden nochmal Untersuchungen gemacht mit dem Ergebnis, dass die Menge der Aerobia und der Bifidobakterien immer noch zu wenig waren. Sucralose hat also nicht nur einen Effekt, während man es benutzt, sondern auch noch eine ganze Weile, nachdem man es benutzt hat. Und das hat Gründe, weil es eben Anlagerungen im Körper fördert. Abgesehen von den Auswirkungen auf das Mikrobiom wurden in der Studie auch noch ein paar andere Aspekte untersucht. Es erhöht den fäkalen pH-Wert im Darm, was bedeutet, dass die Säurebalance durcheinander gebracht wird, was dann wiederum schlechte Auswirkungen auf das Mikrobiom haben kann. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass der pH-Wert nicht zu sauer oder zu basisch wird. Außerdem hat es die Expression von P-Glykoprotein und sogenannten Cytochrom P Enzymen, also 3A4 und 2D1, um jetzt 2,5-faches bis 3-faches erhöht. Das hat zum Beispiel eine Auswirkung auf die Bioverfügbarkeit von oralen Medikamenten. Was das für Folgen haben kann, vor allem bei Leuten, die auf die genaue Dosierung ihrer Medikamente angewiesen sind. Wenn ihr mehr darüber wissen sollt, auf meinem Pura Science Kanal, dieses Molekül entgiftet 50% aller ... Da erkläre ich genau die Wirkungsweise von den Cytochrom-P-Enzymen. Man muss bei diesen Studien natürlich zwei Dinge beachten: die Mengenverhältnisse und die Versuchsteilnehmer. Die Mengen, die verfüttert wurden, waren relativ hoch, so bekommt man eindeutigere Studienergebnisse. Das bedeutet aber nicht, dass geringere Mengen nicht auch eine schädlichen Effekt haben können. Ähnliches gilt für den Unterschied zwischen Mensch und Nager. Stoffe durchlaufen klassischerweise eine ganze Reihe von Tests. Erst in vitro, das heißt an Zellen, beziehungsweise an Zellkulturen im Labor, dann
an Tieren und dann an Menschen. Wenn man also schon Tiere und Nager und eventuell schon In-vitro-Zellkulturen, Abnormalitäten, unerwünschte Reaktionen lokalisiert hat, dann ist das Grund genug, als Mensch sehr skeptisch zu sein, gerade bei einer chronischen Exposition. Denn diese Stoffe werden zum täglichen oder mehrfach täglichen Gebrauch angeboten. Jetzt kommt's. Dioxine, Furane, hohe Temperaturen. Kommen wir zum wichtigsten Punkt, wegen dem ich das Video überhaupt gemacht habe für euch. Hier gibt es für mich keine Dosis, ist das Gift oder sonst was. Denn bei so giftigen entstehenden Stoffen sind auch kleinste Mengen absolut zu meiden, da sich jene sogar noch anreichern im Körper, weil sie extrem fettlöslich sind. Diese Studie 2013 aus dem Nature wieder zählt zu den renommiertesten Distributoren von wissenschaftlichen Publikationen, veröffentlicht, dass Sucralose unter bestimmten Bedingungen giftige Nebenprodukte Metabolite formt. Dibenzopyridoxine und Dibenzofurane gehören zu den giftigsten Substanzen in unserer Umwelt. Zum Vergleich: 500 mal so giftig wie Rattengift oder das Pfeilgift Curare. Vielleicht kennt ihr das, ja? Womit Tiere erlegt werden, wo nur die kleine Fallspitze damit reingeträufelt ist. PCDDs und PCDFs, also Furane und Dioxine, ja, sind super resistent und bleiben ewig in der Umwelt, akkumulieren bzw. setzen sich aber auch sehr gut im Körper von Säugetieren, also dir und mir, ab. Dadurch, dass sie extrem hydrophob, also schlecht in Wasser zu lösen sind, aber super lipophil sind, also fettliebend sind, findet eine starke Bioakkumulation in Organismen beziehungsweise im organischen Material allgemein statt. Ja, und das ist auch unser Körper. Natürlich bedeutet das auch, dass sie sich in der Foodchain ansammeln. Wenn also Nutztiere diesen Stoff ausgesetzt sind, konsumieren wir diesen mit. Wenn wir Fisch oder Fleisch essen vor allen Dingen, ja. Besonders bei Fisch ist dieses Problem sehr bekannt. Die Halbwertszeit für diese Dioxine beträgt ca. 7 bis 8 Jahre. Deshalb kann man damit rechnen, dass sie mit zunehmendem Lebensalter immer mehr im Körper angesammelt werden, je nachdem, wie oft und wie häufig und wie viel man damit zu tun hat. Sogar das kanadische Gesundheitsministerium für Umwelt und Gesundheit warnt vor diesen Stoffen als Gefahr für die Umwelt und das menschliche Gesundheit allgemein. Diese sind aber leider nicht nur in Kanada giftig, sondern auch eben im Rest der Welt. Die Arten solcher Substanzen werden auch als polychlorierte Stoffe, das heißt polychlorinated compounds, zusammengefasst. So, jetzt kommt Erhitzen, Braten, Ölen, wie auch immer. Die Studie 2013 in Food Control veröffentlicht, zeigt, dass auch das Erhitzen von Bratölen in Anwesenheit von Sucralose zur Bildung von polychlorierten Naphthalenen, Naphthalinen, PCN, führt. Diese PCN haben große strukturelle und toxologische Ähnlichkeit mit 2,3,7,8-Tetrachloridbenzopyridoxin, ja, 2,3,7,8-TCDD, dem bei weitem giftigsten aller bekannten Dioxine. Ich möchte hier mal ein Beispiel geben. Indem einige Gramm in Edelstahlgeschirr erhitzt worden sind, wo man normalerweise auch drin kocht, mit steigender Temperatur sehen wir, haben sich immer mehr Dioxine gebildet, ja, indem man einige Gramm Sucralose erhitzt hat. Richtig los geht's aber erst bei 350 bis 400 Grad. Öle werden dann dementsprechend über 200 bis 230 Grad erhitzt. Jetzt kann man sagen, ja gut, passiert ja noch nicht allzu viel dafür. Wir vergessen aber, wie giftig diese Stoffe sind, die Dioxine, die entstehen, dass es dabei keine Dosis macht, das Gift oder sowas eigentlich geben dürfte. Das Problem ist aber ein anderes. Das Problem ist chemisch, aber omnipräsent. Denn wenn du Wasser in einem Behälter stehen lässt, bei 40 Grad verdampft es ebenfalls, braucht aber eben nur länger. Es braucht nicht die 100 Grad. Die Gradzahlen sind Durchschnittstemperaturen der Materie. Wenn du von hier nach Österreich fährst, hast du eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120, bist aber zwischendrin geblitzt worden mit 170. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Einzelne Moleküle haben verschiedene hohe Energieniveaus. Durch ihre kinetische Energie, also Bewegungsenergie, stößen sie andere Moleküle an und geben Energiebeträge weiter. Wenn dies mehrfach passiert, verlässt das Molekül seinen Zustand, zum Beispiel bei Wasser in einem Glas, auch ohne 100 Grad. Da Dioxine zu den giftigsten Stoffen auf diesem Planeten zählen, gibt es keine Diskussion über die Dosis macht das Gift, gerade weil jene sich akkumulieren im Körper. Geworben wird aber mit Rezepten, wie man sich sucralosehaltige Lebensmittel zuführen sollte, und am besten sollte man sie dann auch noch backen oder Pancakes machen oder was auch immer und so weiter und so fort, und ihr versteht dieses massive Problem, was ich hier gerade habe.
Diese Dioxine sind extrem schädlich für unsere Gesundheit und die Umwelt. Das Dioxin ist so giftig, dass es damals im Vietnamkrieg als Kriegswaffe eingesetzt wurde. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört unter dem Namen Agent Orange. Einige der Folgen von Dioxintoxizität sind Schäden der Organe, des Nervensystems, Spasmen, Chlorkane und Leukämie. Bis zum heutigen Tage nehmen Vietnamesen diese giftige Dioxine über ihr Grundwasser und ihre Nahrungsmittel auf. Seit dem Krieg kommen eine Überzahl an vietnamesischen Kindern mit angeborenen Schäden zur Welt. Diese reichen von geistigen Behinderungen, Gesichtsasymmetrien, Wachstumsstörungen, Deformierungen des Hirns und des Rückenmarks bis zu Deformierungen, Fehlplatzierungen oder schlichtweg Fehlen der Extremitäten. Wenn Dioxine die Körperzellen erreichen, richten sie starke Schäden an. Sie binden an den AHA-Rezeptoren, AHR, ja, Acrylhydrocarbon-Rezeptoren, ein Protein, welches das Zellwachstum reguliert bei uns im menschlichen Körper. Die Kombination aus beiden, dem Rezeptor und dem Dioxin, wird dann vom Körper als eigenes Hormon erkannt bzw. verkannt. So kann es die Schutzbarriere zum Zellkern überwinden. Sobald es im Nukleus ist, aktiviert es DNA-Sequenzen und führt zu Zellschäden. Die Dioxine, die also beim Erhitzen von Sucralose mit oder ohne Bratöl entstehen, können diesem Dioxin in ihrer Struktur sehr ähnlich und deshalb auch in ihrer Funktion enorm ähnlich. Kommen wir aber zunächst zum Acrylhydrocarbon-Rezeptoren zurück. Was für eine Rolle spielen sie überhaupt und wo? Er ist assoziiert mit Lungenkrebs, Brustkrebs, Immunität bzw. Autoimmunität und Allergien und so weiter. Die immunsuppressiven Effekte, also die Schwächung, Manipulation bzw. Unterdrückung des Immunsystems sind natürlich gerade in einer Pandemiezeit sehr gefährlich und mit einer Durchseuchung weltweit mit dem EBV von 90%, das heißt im Epstein-Barr-Virus, massiv ungünstig, der nur darauf wartet quasi. Chlorkane. Typischer in Menschen ist Chlorkan. Das sieht dann so aus. Hier ist Viktor Juschenko, der Präsident der Ukraine, nachdem er mit hohen Dosen TTCD in Kontakt gekommen ist. Und noch ein sehr unschönes Beispiel für Chlorkane und Hyperpigmentierung von einem Kind aus Sovenzo, Italien, ja, und auch Kontakt mit TCDD. Für diejenigen, die es ein bisschen genauer wissen wollen, der AHA-Rezeptor spielt eine Rolle bei xenobiotischen Sensing, also der Wahrnehmung von Fremdstoffen, der Regulierung des Zellzykluses und der Zellentwicklung. Er modifiziert außerdem die Expression verschiedener Gene und hat viele verschiedene Einflüsse und Wirkungsweisen, zum Beispiel auf verschiedene Cytochrom-P-Enzyme, zum Beispiel in Bezug auf diese Entgiftungsenzyme, die ganz entscheidend sind bei der Entgiftung bei uns im Körper, auch von Medikamenten und so weiter. Die blende ich hier einmal kurz alle ein, damit ich euch nicht damit langweile. Das müsst ihr euch natürlich nicht so genau merken, aber ich möchte euch zumindest erwähnt haben. In einer Tierstudie hat man herausgefunden, dass Dioxine, also TCDDs, Toxizität bei erwachsenen Mäusen und Ratten hunderte oder sogar tausende Gene beeinflusst. Signalwege. Außerdem werden eine ganze Menge anderer Signalwege beeinflusst oder besser gesagt gestört. Keine Sorge, wenn ihr es nicht genau wissen wollt oder wie auch immer halt, ich sage jetzt nur ganz kurze Beispiele hier, ihr könnt auf Pause drücken, könnt euch das ganz genau durchlesen, ich möchte euch jetzt nicht ganz genau fachlich damit langweilen, nur dass ihr schon mal gehört habt, ja. Also Nuklearfaktor Kappa ist sehr wichtig für die Entzündungen. Dieser wird ebenfalls beeinflusst durch Dioxine. Protein Tyrosin Kinasen, die sind sehr wichtig bei dem Antigenbildung bzw. den Rezeptoren und der B-Zellen bei uns, ja. Dann verschiedene Growth-Faktoren, das heißt Wachstumsfaktoren, die eine entscheidende Rolle spielen bei Krebs. Oder das P53 und das Retinoblastoma-Protein, das sehr wichtig ist für die Apoptose, für den programmierten Zelltod von entarteten Zellen quasi, damit die keinen Unfug bilden. Dann Hypoxia Inducible Factor 1a ist sehr wichtig bei Krebsentstehung. Dann gibt es TGF-Beta, sehr wichtig bei der Apoptose, auch beim programmierten Zelltod. NRF2 ist sehr wichtig bei den körpereigenen Antioxidantien. Sehr wichtig MAPK ist auch sehr wichtig bei Entzündungen, Krankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, wieder bei Krebs. Das sind alles diese wichtigen Faktoren, die eine Rolle spielen. Einfach ihr seht, wie weitläufig das alles bei uns im Körper gestört wird. Ja, auch Östrogene. Zusätzlich beeinflusst auch der AHA-Rezeptor unsere Hormongleichgewicht, vor allem durch den Einfluss auf Östrogene, was ja vielen Fällen auch wieder eine Rolle bei Krebs spielt. NMDA, ja, In-vitro-Studien haben gezeigt außerdem, dass die AHA-Rezeptoren einen Einfluss auf
NMDA-Rezeptoren hat und eben auch störende Auswirkungen auf Gehirnbildung. Deshalb verwendet am besten gar keine Produkte mit künstlich hergestellten Süßstoffen. Wenn dann Süßstoffe, die einen natürlichen Ursprung haben, ja, oder hundertprozentig abgebaut werden können bzw. metabolisiert werden oder halt gar nicht metabolisiert werden, ja, wie zum Beispiel Stevia. Sucralose wird metabolisiert, zwar nicht zur Energiegewinnung quasi herangezogen und hat keinen Nutzen für unseren Körper und muss mit Glutathion wieder entgiftet werden. Werft bitte immer einen Blick auf die Inhaltsstoffe, um euch und eure Mitmenschen vor diesen Stoffen zu bewahren. Und falls ihr noch mal ein Produkt verwenden solltet, dann erhitzt es bitte nicht und atmet auch bitte nicht diese Dämpfe ein, die ihr bei Zubereitung quasi vernehmen würdet. Vor allem, wenn ihr schwanger seid oder stillt, da diese Stoffe fettlöslich sind, was sie auch schwer entgiftbar machen, können sie sich sogar in der Muttermilch finden lassen. Unter anderem wurden Zahnmineralisierungsstörungen bei Kindern beobachtet, die über die Muttermilchdioxine ausgesetzt worden sind. Bei Kindern im Mutterleib wurden Intrataurine, Wachstumsstörungen, Hyperpigmentierungen, neurologische Fehlfunktionen, Entwicklungsstörungen der Zähne und Veränderungen der geschlechtlichen Entwicklung beobachtet. Nicht nur werdende Mütter sollten hier vorsichtig sein, sondern auch Jungs bzw. werdende Väter. Die Männer, die in ihrer Kindheit TCCD, also Dioxin, ausgesetzt waren, haben später eher Töchter als Söhne bekommen. Das ist zwar kein Problem, weist aber natürlich darauf hin, dass da etwas nicht ganz stimmen kann. Möglicherweise wegen seinem Effekt auf den Östrogenmetabolismus. Zum Schluss noch ein trauriger Witz. Mir ist tatsächlich eine Studie begegnet, die behauptet, man könne Sucralose bei der Lebensmittelherstellung ohne weitere Probleme erhitzen und es würde keine gesundheitliche Risiko darstellen, dies so zu tun. Hier steht schwarz auf weiß. Hier seht ihr außerdem, die Autoren der Studie hätten keinerlei Interessenskonflikte. Lustigerweise steht direkt darunter, dass sie gesponsert sind. Also habe ich recherchiert und zwar von Tate and Lyle, dem alleinigen Hersteller von Splenda, dem populärsten Sucralose-Produkt. Hey, man könnte hier zwar noch weiter darauf eingehen, inwiefern die Studie fehlerhaft sein kann, ist, wie auch immer, aber alleine dieser Sponsor, Partner, disqualifiziert die Studie schon vor dem ersten Satz, wenn man quasi direkt gelogen hat. Außerdem, wenn der Hersteller es schon so nötig hat, den Verbraucher zu täuschen, wie viel Wert wird er denn dann noch wohl auf gesundheitlich unbedenkliche Produkte legen? Fragezeichen. Ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen, möchte ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht. Das ist meine persönliche Einschätzung. Teilt dieses Video sehr, sehr gerne mit Menschen, die vielleicht denken, dass Sucralose so unbedenklich ist. Dankeschön, achtet auf eure Produkte und achtet auf die Zubereitung vor allen Dingen eurer Produkte. Ich hoffe, du konntest wieder was lernen. Dankeschön für deinen Support. Teilt das Video sehr, sehr gerne, liked es sehr, sehr gerne und kommentiert sehr, sehr gerne. Ich lese jeden Kommentar. Bis zum nächsten Video. Ich sag ciao.